Hallo zusammen, heute ist bei uns Schlachtfesttopf. Wie vor 30 Jahren, damals in Kasachstan, wie vor 30 Jahren. Übrigens, ursprünglich komme ich nach Deutschland aus Kasachstan. Meine Familie hat so einen kleinen Bauernhof gehabt, circa zwei, drei Schweine, dann bis 100 Hühner, 20 Schafen und zwei bis drei Kühe. Im Herbstwinter wurde immer Schweine geschlachtet. Ein oder zwei Stück. Wenn ein Schwein wurde geschlachtet, dann heißt, Hälfte wurde verkauft am Markt. Wir brauchen Geld für Futter. Die anderen Tiere wollen auch was essen. Und eine Hälfte wurde ganz schnell zerlegt und verarbeitet. Und wenn Schwein zerlegt war, zu Mittagszeit, dann wurde Schlachtfest top gekocht. Das heißt, ganz viel Fleisch, Kartoffel, Gemüse und viel Zwiebel. Bleibt ihr unbedingt dran. Interessantes Gericht unseres Familien Schlachtfest-Topf. Für leckere und deftige Schlachtfest-Topf benötigt wird erstmal natürlich Fleisch. Ich koche heute ohne Sonnenblumenöl, ohne Rapsöl. Dafür brauche ich Schweinebauch, halbe Kilo. Und Bauch soll ziemlich fettig sein. Und dann klein schneiden. Aus dieser Bauch wird das einfach Schmalz gemacht. Weiter mit Fleisch. Meistens wurde verwendet dicke Rippen oder Rippen für diesen Schlachtfest-Topf. Und die Rippen wurden auch so geschnitten, aber nicht klein. Wir hatten keine Zeit, klein zu schneiden. Das Schwein muss weiterverarbeiten. Manchmal waren wir brav und wir haben auch geschafft, zur Mittagszeit einfach Fleischwurst zu machen. Und dann heißt das, kommt dieser Wurst auch im Topf. Besonders kleine Kinder waren froh über diese Wurst. Dann Kartoffel, ca. 2 Kilogramm festkochendes Kartoffel und viel, viel Zwiebel. Paprika, scharf, edelsüß und dann scharfer Pfeffer, Salz natürlich, Petersilie. Und jetzt rote Zwiebel, nicht unbedingt, Knoblauch und eine halbe Zitrone. Halbe Zitrone, wofür? Diese halbe Zitrone verleiht dieses Gericht einfach Schaschlik-Geschmack. Möhren auch, zwei Stück grob schneiden. Wir haben keine Zeit klein zu schneiden. Paprika, zwei und eine Püree. Auch grob schneiden. Alles wird schnell und grob geschnitten. Wir hatten Riesenhunger nach viel Arbeit. Riesenhunger gehabt. Wir hatten damals keine Feuerofen wie die da. Aus Edelstahl. Nein, natürlich haben wir sowas nicht gehabt. Gekocht wurde auf Gasherd oder auf offene Feuer. Ja, paar Ziegelsteine auf offene Feuer draufstellen und dann Kasan obendrauf. Gekocht wird heute im Kasan im asiatischen Dachofen. Sie können ganz normale Dachofen benutzen. Kein Problem. Und auf offene Feuer. Offene Feuer macht jedes Gericht schmackhafter. Schmeckt auf offene Feuer jedes Gericht besser. Ich benutze heute kein Sonnenblumenöl, kein Rapsöl. Heute wird mit Schweineschmalz gekocht, gebraten. Übrigens, Kartoffel. Gebraten auf Schweineschmalz schmeckt besser als Kartoffel gebraten auf Sonnenblumenöl. Da bin ich sicher sogar. Und jetzt, Bauch klein geschnitten, kommt er jetzt im Kasan, im kaltes Kasan. Schweinebauch soll natürlich richtig fettig sein, richtig fettig sein. Sonst kann man ja Speck von Rücken nehmen. Wir haben damals Speck von Rücken genommen. Und natürlich in meinem Fall Schweinebauch soll klein geschnitten. Würfel 3x3 maximal, besser 2x2 sogar, Zentimeter. Schweinebauch, Würfel braun geworden und es ist genug jetzt Schweinefett im Kasan drin. Jetzt können wir Kartoffel anbraten. 2 Kilo festkochendes Kartoffel. Kartoffel geschält und halbiert und Kartoffel wird angebraten. Zu 99% Kartoffel soll gar sein. Und jetzt mit einfach Salz,
bestreuen und dann einfach probieren. Mm. Schmeckt wie gegrillte Schweinebauchscheiben. Ehrlich gesagt, im ganzen Kochprozess, ich habe fast die Hälfte von dieser Speckwürfel, welche wurde knusprig gebraten, aufgegessen. Sie sind mega, mega lecker. Nie vergessen natürlich Kartoffel salzen, nach eurer Geschmack. Und wird weiter Kartoffel angebraten, bis der Kartoffel komplett durch ist. Und jetzt kommt der beste Teil von diesem Gericht. Bratwurst. Frische, grobe Bratwurst in meinem Fall. Die Bratwurst wurde mit Messer gepickt, damit die nicht explodieren. Und wir versuchen jetzt von allen vier Seiten diese frische, grobe Bratwurst anbraten. Und so sehen sie perfekt aus. Dann zum Kartoffel. Die sollen erstmal warten. Zwiebel. Mindestens zwei große Zwiebel. Kein Gemüsezwiebel. Gemüsezwiebel ist zu teuer. Ganz normale Zwiebel. Zwiebel wird ganz kurz angebraten, dann kommt das Rippchen rein. Oder dicke Rippchen rein. Und wird zusammen mit Zwiebel angebraten. 5 Minuten anbraten. Jetzt kommt Zitrone. Diese Hälfte von einer Zitrone. Saft von dieser Zitrone. Auf Zwiebel, auf Fleisch. Nachher haben sie so einen kleinen Geschmack. Ähnlich wie russischer Schaschlik. Umrühren 5 Minuten anbraten. Deckel drauf. Feuer reduzieren. Hitze reduzieren von unten. Und lassen wir 10 Minuten stehen. Dann wieder Deckel auf. Umrühren. Nachschauen. Nicht angebrannt. Nein. Wieder Deckel drauf und nochmal 10 Minuten stehen lassen. Nach ca. 20 Minuten Kochzeit oder Schmorzeit sieht Fleisch viel besser aus. Viel besser aus. Gewürzen. Wir haben damals nicht viel Gewürzen zu Hause gehabt, aber Pfeffer war bei uns auch rot und scharf. Und Paprikapulver, edelsüß auch. Dann heißt scharfe Pfeffer ganz viel. Dann Chili, ganz wenig nach eurem Geschmack und einer Teelöffelchen vielleicht Paprika, Pulver, Edelsüß. Und Salz vergessen wir auch nicht nach eurem Geschmack. Möhren haben wir damals auch genug zu Hause gehabt. Jetzt 2-3 Möhren so richtig grob schneiden. Ich habe schon gesagt, wir haben keine Zeit gehabt, um fein zu schneiden. Und ganz kurz anbraten, bis die weich sind. Um Salzgehalt zu prüfen, einfach probieren wir Fleisch. Aber wegen Zitrone, Schweinefleisch hat so einen Schaschlik-Geschmack. Schweinebauchwürfel, welche übrig geblieben, restlich habe ich aufgegessen, kommt jetzt rein. Die waren so lecker. Dann Kartoffel und Bratwurst rein, restliche Gemüse, Paprika, Püree, rote Zwiebel für Auge und natürlich Knoblauch. Jetzt Knoblauch. Vorsichtig einmal umrühren. Ich sehe jetzt, Gericht bekommt ganz andere Farbe. Ganz leckere, ganz frische Farbe. Jetzt mit Deckel zu und lassen wir einfach 10 Minuten stehen. Und am besten von Feuerstelle runter einfach. Und 10 Minuten stehen. Kasan oder Dutchofen, die sind aus Gusseisen hergestellt. Und Gusseisen kann Wärme speichern. Ich habe jetzt alles aufgeräumt, hat eine Viertelstunde gedauert. Und jetzt schauen wir. Ist es heiß oder nicht? Nee, geht noch. Kartoffel ist durch, Fleisch ist durch, Gemüse. Die haben nur Hitzeschock bekommen. Mehr nicht, die sind knackig. Grünzeug haben wir damals auch gehabt, sogar in Winterzeit. Lauchzwiebeln zum Beispiel. Jetzt habe ich einfach Petersilie. Kann man auch Dill drauf streuen. Kleine Tellerchen wie immer und wird jetzt probiert. Aber bitte nicht vergessen Bratwurst auch drauf. Bratwurst. Das gehört dazu. Das gehört zu dieses Schlachtfest-Topf. Ganz einfaches Schlachtfest-Topf. Wie vor 30 Jahren. Aber jetzt probieren wir. Schmeckt man genauso gleich wie damals. Oder besser sogar. Vielleicht. Kartoffel.
Kartoffel, weich wie Butter. Oh, jetzt Gemüse. Gemüse soll eigentlich knackig sein. Genauso. Genauso. Die sind knackig. Da muss sie nicht matschig sein. Und jetzt natürlich das beste Stück von diesem Gericht, Fleisch. Aber ich habe gerade erwähnt, Bratwurst die beste Stück von diesem Gericht. Ja. Okay, was du meinst. Du bist das Koch, nicht ich. Fleisch hat ganz wenig Schaschlik-Geschmack wegen Zitrone. Allgemein würde ich sagen, ein bisschen anders wie damals. Ich würde sagen, besser. Besser. Koche dir unbedingt nach. Koche dir unbedingt nach. Ist es einfach. Einfache Zutaten. Und das dauert nicht lange als 1,5 Stunden vielleicht. 1,5 Stunden. Aber am Ende haben sie sehr leckeres Schlachtfest-Topf. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis nächstes Mal. Eure Glitschigit. Und ich esse weiter.